Zwei Zimmer, zwei Influencer, zwei kompetente Supporter und zwei Ideen, die unterschiedlicher nicht sein können. Willkommen zum großen Mach mal mit Obi Room Makeover Duell. Hello! Hey, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mach mal mit Obi, meine Freunde. Ich bin wieder da, Leute. Ohne mich läuft ja auch nichts. Ich bin wieder da, aber ich habe eine Verstärkung geholt. Diesmal mit Levin, Kim und Jesse. Wir machen heute ein fettes Room-Duell, meine Freunde. Es ist wieder sehr, sehr wild. Wir haben wieder zwei Zimmer und ihr entscheidet am Ende, wer gewinnt. Es gibt wieder zwei Teams. Einmal Team Blitze. Yeah. Ja. Leute, wenn ihr nachher denkt, dass unser Zimmer das beste Zimmer ist, dann kommentiert einen Blitz unten in die Kommentare. Alle voll spammen. Und auf gar keinen Fall kommentiert das in die Kommentare, was ihr uns vorstellen werdet. Auf jeden Fall, ne? Herzchen sind sowieso viel schöner, deswegen. Herzchen. Nächste Woche seht ihr unser Zimmer und das wird dieses Zimmer schlagen. Ja. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was wir machen werden. Es wird auf jeden Fall beides ziemlich cool werden, denke ich. Aber was ist am Ende cooler? Das müsst ihr entscheiden. Und ich würde sagen, wir schnacken nicht lange. Komm, Leute, wir müssen es an die Arbeit machen. Wir haben nicht viel Zeit. Raus mit euch. Ich würde sagen, jetzt machen wir das coolste Rauchzimmer, was ihr jemals gesehen habt. Let's go. Es geht los, Freunde. Die Videos sind weg. Jetzt haben wir endlich Zeit, richtig loszulegen. Wir machen ein Musikzimmer. Ein Rocker-Moody-Zimmer. Die beiden und Rockmusik. Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube, die sind so heimlich, mögen diese Liebeslieder. Ich glaube, die sind so soft eigentlich. Ja, eigentlich schon. Und jetzt wollen so die nur so tun. So harte, weicher Kern. Genau. Eigentlich würde ich jetzt echt mal interessieren, was für Musik hörst du überhaupt? Hörst du so Rock? Ich höre so gerne so das ABC-Lied. Aber stimmt, die Rock-Version davon, ne? Stimme ein. Wir brauchen jetzt die Materialien, Freunde. Wir machen jetzt ein richtig fettes Zimmer. Die Mädels machen mal schräg mit Glitzer und irgendwie. Ich muss auch für die Vibes hier noch ein bisschen Dinge markieren. Natürlich, schminken. Wir haben uns im Vorfeld so ein paar Sachen überlegt, weißt du? Wir sind diesmal ein bisschen faul, ne? Wir gehen nicht selber zum Obi, wir haben uns den liefern lassen. Und zwar vom Obi-Bieber. Ah! Da ist unsere Bestellung auch schon. Diese Palette ist so wichtig. Die haben wir extra bestellen lassen. Okay. Ein Vintage-Look in unserem Rockerzimmer. Bieber-Lieferdienst? Bieber-Lieferdienst? Warte. Den rufen wir sowas von den auch an. Ich bin ehrlich, der ist jetzt doch auf deren Seite. Wir rufen den spät an, der hilft uns nächste Woche. Ja, auf jeden Fall. Ja, Obi Bieber, vielen Dank dir auf jeden Fall. Hey, Grüße gehen raus. Warte mal, check ihr. Okay, dann nicht. Okay, dann. Ich würde sagen, fangen wir an mit dem Zimmer. Ey Leute, wir haben eine mega Idee. Wir haben eine Tafelwand. Die komplette Wand ist eine Tafel. Ich weiß nicht, ob du das früher auch immer in der Schule gemacht hast, aber das war bei uns das Ding. Okay, jetzt bin ich gespannt. Kennst du das? Okay. Aber immer richtig cool, wenn man das kommt. Tschüss, das sieht so geil aus. Ja, geil, sehr geil, sehr geil. Ja, Junge, wir haben eine ganze Wand. Wie geil ist das, dass man auf eine Wand einfach eine Tafel hat? Levin, was hast du hier eigentlich hingeschrieben? Lorem ipsum dolor sit amit con. Was ist das? Ja, das ist ein lateinisches Gedicht. Imperfection steht natürlich auch drin, Leute, weil, ne, Imperfection und so. Ja, Imperfection, das passt sehr gut. Passt zum Team, weil es wird nicht perfekt. Ja, eigentlich ist es ja auch nicht so schlimm, wenn es nicht perfekt ist, weil nobody's perfect, ne? Das stimmt auch. Also irgendwie liegt die Perfektion ja in der Imperfektion, ach ja. Aber ich glaube, unser Zimmer wird halt nächste Woche perfekt. Ja, ich glaube auch. Leute, wir sind das Team Blitze. Was fehlt dann? Ein riesiger Blitz. Was hat Moritz immer mit diesen Blitzen eigentlich? Der ist wie Jimmy Neutron, diese Gedankensblitze und so, glaube ich. Deswegen hat er das gemacht. Wir brauchen einen brachialen Blitz. Natürlich, das Ding, dass wir nachher über die ganze Wand hier gehen. Halt mal fest, ich hole mal die Dachplatte raus. Ja, daraus machen. Okay, das wird unser Blitzmaterial. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir müssen dafür noch einiges sägen. Das wird der größte Blitz, den ihr jemals in eurem Leben gesehen habt. Oh, ah, perfekt. Haben wir noch eine Arbeitsplatte oder so vielleicht? Mach drauf den Lachs. Und. So, jetzt haben wir unser Sägewerk. Das wird so ein zweizackiger Blitz. Ja, also, ja, hätte ich auch gesagt. So. So, dass wir das irgendwie so schrauben vielleicht? Ja, ich hole alles an Material, was wir brauchen. Let's go. Einige Zeit später. Wo bleibt denn der Typ? Ich dachte, er wollte nur kurz Werkzeug holen. Eine Ewigkeit später. Moritz, wo bleibst du? Ich dachte, er wollte nur kurz Werkzeug holen gehen. So viel später, dass es der alten Stimme zu blöd wurde und wir eine neue engagieren mussten. Levin, ich hab mir das auch überlegt mit dem Werkzeug, aber wahrscheinlich bist du mal fertig gemacht. Keine Sorge. So ultra wild. Irgendwie. Hä? Tja, komm hier ein Werkzeug holen. Da hab ich gedacht, komm, scheiße, du meintest, kommst du selber zusammen. So, zack. Fertig. Na? Wie groß das Teil geworden ist, ist aber geisteskrank. Okay, Bro, das ist geil, aber irgendwie macht das doch nicht so viel Sinn. Da muss doch immer was fehlt. Ich hab mir überlegt, das Ding machen wir voller Akustikschaum in die Mitte. Das heißt, wir haben auch noch so einen Klangabsorber, dass hier kein Hall mehr drin ist. Also lass ihn noch fetter machen. Noch lass größer. Ihn über die ganze Wand einfach machen. Wir machen ihn noch größer. Der ist so dumm. Ich bin gespannt. Ich hab das Ding kurz fertig gemacht. Digga, mach! Junge!
Ich würde sagen, da muss jetzt noch eine Akustikschaum rein und dann ist das wirklich geil. Ah, an die Innenseite können wir das reinmachen. Und falls ihr sowas kennt, viele Gamer von euch haben das vielleicht auch schon im Zimmer, das ist so Akustikschaum. Und das Geile ist, es absorbiert einfach den Schall. Also wir können jetzt zum Beispiel reinschreien. Oh. Und es halt nicht mehr. Und dann, man kann also beim Zocken mal richtig schön ausrasten, genau, während die Eltern auch schlafen. Genau, da kannst du mal richtig rumschreien. Und der riesige Blitz, der hält das dann auf. Was findest du am, welcher Song ist, also außer jetzt natürlich schneller als der Blitz, was der beste Song der Welt ist. Welchen findest du jetzt noch gut? Boah, das switcht bei mir immer so. Ich habe tatsächlich keinen so Favorite. Ich würde mal sagen, so Guns N' Roses, AC/DC. Was hörst du denn so, Moritz? Ja, also ich hör nicht echt alles, muss ich wirklich sagen. Ich höre nicht jedes, also jedes Genre. Kannst du eigentlich überhaupt ein Instrument spielen? Junge, ich kann viele Instrumente spielen. Ich kann Klavier spielen, ich kann Stimmt, spielen, du kannst echt Klavier spielen. Kennst du diese Keyboards, wo man anmachen kann und die spielen von alleine? So Töne? Von denen spielen von alleine. Ich glaube, er meint die. Ja. Aber ist es auch richtig hier? Ist es die Seite? Ich weiß es, ich glaube schon. Warte, wenn das hier abgestellt ist. Ja, ist es richtig? Ja, ja. Ey, das sieht ja so fett aus. Wir haben den größten Blitz geschaffen, den es gibt. Was ist das denn? Freunde, alle Blitze in die Kommentare. Ey, wenn jetzt kein Blitz in die Kommentare ist, dann weiß ich auch nicht. Der Mann hat sich extra ein Blitz-Tattoo gemacht für unser Team. Zeig's rein. Zeig es rein. Nur fürs Team Blitz. Let's go, ich will alle Blitze in den Kommentaren. Ich sag euch ehrlich, Freunde, wenn wir gewinnen, ich mach mir auch hier ein Blitz-Tattoo hin. Sag mal, wirklich? Ohne Scheiß. Wir brauchen aber dann wirklich 5000 Blitze in den Kommentaren. Okay. 5000 Blitze soll ich machen. Das kriegen wir locker hin, voll. Moritz macht sich ein Tattoo. Ihr spammt jetzt die Kommentare komplett. Jeder von euch mindestens 20 Kommentare. Jetzt lass ihr mal an die Wand. Pass auf. Okay. Okay, leg ihn hier drauf. Junge, wie cool ist okay, das denn? Okay, und jetzt müssen wir ihn hier nur noch reinschrauben. Ja, ich hol kurz den Akku, halt mal fest. Ja, ich hab. Zack. Mega. Das Ding ist an zwei Schrauben befestigt. Das ist auch immer mega safe. Aber ey, das sieht einfach nur cool aus. Blendend, Junge. Wir sind einfach Profis. Good job. Hier, Blitz. Ich würde sagen, jetzt bist du mal in der Reihe. Was hast du hier noch für das Zimmer? Okay, das Zimmer ist jetzt echt noch ein bisschen leer. Ich würde sagen, in jedem Zimmer braucht man auf jeden Fall einen Schreibtisch. Ja, ja, ja. Und da kommt jetzt auf jeden Fall ein richtiger Banger. Pass, ich bin gespannt. Ich geh mal kurz Werkzeug holen. Werkzeug holen also. Okay. Komm mal helfen. Ach, Werkzeug! Ach so, verstehe. Wo stellen wir das hin? Was sagst du? Mitten in den Raum. Das ist fett geworden. Mach mal, ich kann nicht mehr. Wir müssen aber das letzte hier noch hinschrauben auf jeden Fall. Da musst du mir kurz behilflich sein. Ach, das muss man dann wieder, muss ich dann wieder selber machen. Nein, ich mach das. Hier ist es offen quasi, dann kann man hier so sitzen und schreiben. Fancy. Das ist sehr geil. Und das sieht echt aus wie so eine Box. Dran? Die Knöpfe kann man sogar auch drücken. Was? Ja, ich drück. Also ich glaube, wir müssen auch mal ehrlich mit den Jungs sein. Ich finde den cool. Kreativ. Ich finde den cool. Ich würde den zu mir ins Zimmer stellen. Ich finde den nice. Ja, ich liebe ja sowieso so Musiksachen und so. Und ich habe ja mein Studio gebaut, deswegen. In einem Studio würde das schon geil. Sehr cool. Sehr cool. Ja, das wäre schon krass. Warte, wo ist die in der Mitte? Oh, Bruder. Okay, fertig. Junge, krank, wirklich krank. Wer kennt's nicht, wenn man wieder an seinem Schreibtisch, weißt du, kennst du nicht, wenn du deinen Schreibtisch mal wieder tragen willst? Oh Mann, ey, ich würde dann aber tatsächlich nicht dahin stellen, sondern hier, unter dem Blitz. Okay. Junge, du siehst aus wie der Chef, wenn du hier sitzt, hinter so einem riesigen Blitz, das ist ja ultra geil. Hier so die Hausaufgaben schreiben. Das ist ja so quasi die Bühne. Ja. Was ist bei jeder Bühne? Man ist ein bisschen erhöht. Ach, hast du abgehoben. Jetzt warte mal. Nimm mal diese Platte. Okay, ich nehme die Platte. Okay. Und hier. Okay. Das Ganze jetzt quasi draufstellen. Okay. Mega. Junge, was? Okay, krass. Jetzt fühle ich mich wirklich wie ein Rockstar, muss ich wirklich sagen. Es ist Zeit für die Obi-Lieferung. So, jetzt machen wir ein Regal, würde ich sagen. Schönes Regal. Das sieht genauso aus. Zack. Und jetzt müssen wir den Lachs nur noch festschrauben. Freunde, übrigens kleiner Tipp für euch. Diese Zahlen hier, beziehungsweise der Ring an einem Akkuschrauber, zeigt so die Stärke an. Das heißt, ihr könnt das hier einstellen. Wir machen das hier mal auf 15. Dann bohrt die Schraube quasi nicht einfach mitten ins Holz rein, sondern das ist ein Widerstand. Und ja, das kann zum Beispiel helfen, um nicht halt komplett ins Holz reinzubohren. Überrascht, der Mann, der kennt sich ja richtig aus. Aha. Oh! Levin, währenddessen du die ganzen Schrauben fertig machst, ich hab da schon wieder eine Idee. Okay, dann let's go. Ich hol dir mal was. Ich hol mal kurz Werkzeug, ne? Du weißt ja. Levin, komm mal kurz. Das Werkzeug ist schwerer, als ich dachte. Nochmal eine Bühne, oder wie? Warte ab. Wohin? Einfach, dann bringen wir nach rechts. Ja. Und hier ablassen. Das war's? Natürlich nicht. Ich muss noch mal ein bisschen Werkzeug holen. Warte mal kurz. Okay. Ich hole dir noch mal. Geben wir dein Werkzeug. Ich hole dir mal kurz was. Das sind jetzt erstmal einfach nur drei Stangen. Aha. Und da machen wir jetzt diese Dinger dran. Aber was willst du denn lieber machen? Wir machen das hier ganz wild mit Rohrverbindern. Ich weiß, so wie du denkst gerade, was passiert hier? Warum holt der Rohrverbinder? Aber pass auf. Ich schraub dir das eben kurz. Ich geh kurz noch mal Werkzeug holen und schraub dir das draußen zusammen. So, Levin! Mega! Ich hab kurz ein bisschen Werkzeug geholt und ein bisschen Verstärkung. Aha, das muss jetzt also da rein, oder was? Und jetzt hier mal rein, die Das ist ja komplett schwer.
einmal festmachen hier. So, links ist es eine Bühne. Pass auf. Das kam mit Lichtern, da hast du dir richtig Mühe gegeben. Warte. So. Was hast du denn hier gemacht mit dem Strom? So, warte, aber wir müssen das Ding einmal hier drehen. Okay, okay. So, oder was willst du? Ja, aber so bitte. Verstehst du jetzt, was ich hier vorhabe? Bühne? Ja, noch ein bisschen weiter. Guck mal, kennst du dieses Himmelbett? Beck? Ja, es ist ein Himmelbett mit Bühne zusammen. Das heißt, du kannst so hier deine Shows machen, deine Konzerte machen, kannst deine Freunde einladen, kannst dir abdancen und trotzdem kannst du eine Matratze draufschmeißen und dann da pennen. Und was ist das hier? Pass auf, ja, der Strom hier. Okay, 3, 2, 1. Oh yeah. Auch ein bisschen romantisch irgendwie. Ja, genau. Also, ja, okay, romantisch weiß ich jetzt nicht, aber hier kommt noch eine schöne Matratze rein. Ich sag mal kurz Werkzeug, ne? Okay. Ich mach das kurz. So. Über den Lachs und wunderbar. Okay. So. Der Mann hat noch eine Treppe geschustert. Guck mal, du kannst ja einfach so abends so Pyjama-Partys machen. So. Du hast das ja auch einfach. Na, 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 na. Geil, ja. Oh, Junge, geil. Junge, das ist einfach nur. Ah. Das ist echt wild. Bequem. Oh, das ist schon süß. It's so love story. So love. Das erinnert mich an Team Cute, an das beste Team. Wir. So, ich würde sagen, noch ein paar Details, ein paar Deko-Sachen. Und dann sind wir dann mit dem Zimmer ja auch schon fertig. Ey, das ist so krank. Ich weiß nicht, wie die Mädchen das toppen. Das können nicht toppen. Freunde, nochmal alle Blitze in die Kommentare. Let's go. Okay, Abfahrt. Sind fertig, meine Freunde. Let's ey, das ist einfach go. Krass. Es sieht echt rockig aus. Wir haben hier wirklich ein Bild, also das wildeste Zimmer, also wirklich mehr Eskalation kann hier nicht passieren. Ich würde sagen, es wird Zeit, die Mädels zu rufen. Mädels! Okay, so hier rüber? Let's komm, go. Ich bin gespannt, komm. Seid ihr bereit für das krasseste Zimmer eures Lebens? Ja, also. Let's go. Oh. Also pass auf, das ist ein Bühnenbett. Man kann hier so, wie geil. So Rockpartys machen. Oh, nein, ich will auch drauf. Wir machen eine Party zusammen. Wir machen hier gleich noch eine Party zusammen. Okay. Auf jeden Fall, nee, also ab jetzt ist es einfach nur Geisteskrank. Wow. Tonköpfe. Genau, ein riesiger Blitz als Akustik. Ein Akustik-Element. Okay, oh. Gitarren. Cool. Ja, aber was, gibt ja auch noch ein Konzert? Oder? Ich würde sagen, ja? Wollen wir ein kleines Konzert geben? Ja! Oh. Wir haben hier noch eine kleine Funktion hier. Und zwar die Party-Funktion. Die müssen wir kurz aktivieren. Nein. Ja, natürlich. Ich würde sagen, Schuhe aus und dann machen wir eine kleine Rockparty, oder? Let's go. Ich muss kurz in meine Rocker-Stimmung kommen. Also, oh, wow. Das ist mega. Let's go. Also, wow. Was sagt ihr, Leute? Was sagt ihr? Zugabe. Zugabe. Ich wünschte, wir könnten singen. Zugabe. Zugabe. Ich würde sagen, ihr macht jetzt mal eine Show hier. Wir machen nächste Woche nee, unsere wir, Show. Unser Zimmer kommt nächste Woche. Aber nicht zu viel Show, ne? Nicht zu nein, viel nein. Show. Leute, es war ein wildes Zimmer. Wie gesagt, Freunde. Blitz-Tattoo. Blitze in die Kommentare. So meine ich. Ich mache dann auch ein Blitz-Tattoo, wenn ihr es in die Kommentare schreibt. Vielleicht. Pinkes Herz in die Kommentare. Nächstes Mal kommt unsere Folge. Es erwartet euch was Cooles. Ich sag noch nichts, aber es wird tausendmal besser, als was auch immer das hier ist. Wir haben schon ein Ziel, wir haben uns schon was überlegt. Ich glaube, ihr habt auch eine ziemlich coole Idee. Aber wie gesagt, so cool wie das kann das es kann nicht. Das kann doch gar nicht sein. Doch, es doch. Ja, gar nicht. Doch. Werden, Freunde. Wenn ihr nächste Woche dazukommt, werden wir sehen. Wir haben recht. Ja. Aber lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, Freunde. Wir machen so Makeover sehr, sehr oft. Also, wenn ihr noch mehr wilde Zimmer, noch mehr wilde Ideen sehen wollt, dann schaltet auf jeden Fall ein. Ja. Und ich würde sagen, lasst ein Abo da, haut rein und ciao! Ciao. Ciao.